So sehen sie also aus, die aktuellen deutschen Charts. Morgen noch mal alles, nämlich die Top 100 um 17 Uhr auf Viva. Und wir sind ja auch hier zusammengekommen, liebe Freunde. Absolut. Um auch einen Hit zu machen. Weil ich will mir natürlich nicht nehmen lassen, mit dir zusammen Musik zu machen. Ich natürlich auch nicht. Insofern. Ja, ich bin ja auch bekannt für mein musikalisches Können, für meine Rap-Talente. Und deswegen habe ich einen Text vorbereitet und wir haben sehr lange geprobt. Also haben, wie drei Wochen waren wir jetzt im Studio, ne? Ich glaube, es waren vier. Es kam mir vor wie fünf. Ja, es war auf jeden Fall wirklich lange und deswegen gibt es jetzt hier die Weltpremiere der geigende Hip-Hopper oder so ähnlich. Beat up, bitteschön. Yo! Yo, ey, du in deinem Konzertsaal, lass mich aus, weil du denkst, ja Mann, du hast alles, was du brauchst. Doch in NY scheint mir die Sonne aus dem Arsch, in meinem Block weiß es jeder. Ja, ich bin Star, hier krieg ich alles, ich muss hier nicht mal weg. Hab ich Drogen, Freunde und auch noch sexy, mach ich mit Party mit Kate Olsen und Stradivari. Hab ne Geige im Wert von 40 Ferrari, okay, ich muss gestehen, hier ist dreckig wie ne Piep. Doch wenn ich spiel, dann haben mich wieder alle lieb. Ich mach Rap, hier spielt die erste Geige. Wir wollten's kurz der Welt einfach mal so beweisen. Denn meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, meine Geige, mein Stock, meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht von Aachen bis New York. Und nochmal, meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, meine Geige, mein Stock, meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht von Aachen bis New York. Mensch! Danke, dass, das hat sich gelohnt, die vier Wochen, oder? Ja, es ist was Schönes bei rausgekommen. Vielleicht bald Nummer 1 der deutschen Charts, wer weiß es. Ihr könnt auch natürlich eure Meinung zu unserem, also zu deinem Talent muss man sich ja nicht äußern, zu meinem kann man sich äußern. viva.live@viva.tv, schreibt einfach Mails. Mensch, ja, jetzt hast du mal Sido gespielt. Hättest du auch nicht gedacht, dass das passiert? In Berlin ist das doch, ja, das passt ja ganz gut dazu. Du willst ja auch nach Berlin ziehen, oder? Gerne. Wohnst du schon hier? Also wenn in Deutschland, dann schon irgendwie Berlin. Also gerade weil viele von denen so Geschäftsfreunde natürlich auch hier sind und auch Freunde, also nicht nur Geschäft, sondern die Stadt ist einfach unglaublich faszinierend und ich bin eigentlich gerne in Berlin. Auch in Sachen Mode ja sehr weit vorne dabei. Lässt du dich durch Berlin inspirieren oder was inspiriert dich? Du bist ja jetzt auch in Geiger erwartet man jetzt hier mit Smoking, so als Pinguin. So. Habe ich nie so gemocht. Nee? Es zieht auch und drückt irgendwie immer beim Spielen, also da muss man doch ein bisschen freier sein. Irgendwie freier sein und auch entspannter, finde ich. Okay. Dann geht das alles ein bisschen leichter. Und wie die Leute auf der Straße so aussehen und was denn ja, die Meinung zu Mode sind. Wir haben ein paar Fragen gestellt. So, das also die Meinung auf der Straße zur Mode, zu den gestellten Fragen. Und jetzt, wir hatten ja vorhin am Anfang der Sendung zwei Models drin. Ihr erinnert euch wahrscheinlich, die noch nicht so ganz herbstgerecht gestylt waren. Und damit die auch einen würdigen Auftritt jetzt erhalten, darf David Garrett dazu wundervoll Geige spielen. Und wir begrüßen sie herbstgerecht ausgestattet, unsere beiden Models. Ja, Mensch! Ach. Ich spiele einfach weiter hier drüben. Ja, ja. Es ist gleich so direkt so gedeckt ein bisschen, die Stimmung jetzt. Ach ja. So, euch geht's gut? Ihr seid umgestylt? Jawohl. Jawohl. So, David, jetzt erstmal deine Expertenmeinung. Was sagst du? Ja, das Hemd ist ja schon fast so ähnlich wie das, was ich anhabe. Insofern, dem kann ich zustimmen. Würdest du das auch so tragen? Ja. So Boots hast du ja auch öfter an, ne? Ja, so Boots kenne ich auch. Eigentlich auch gerne, trage ich sehr, 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 sehr gerne. Die Jacke ist auch cool. Insofern, der Schal wäre mir jetzt ein bisschen zu heiß hier im Studio, aber sonst... Im Studio, aber es geht ja um draußen, um den kalten Herbst. Und du fühlst dich aber auch wohl. Jawohl, ja? Eine schöne Sache, ja. Und du, Mensch, Mädel, da holst du dir aber eine Erkältung. David, willst du das auch anziehen? Wir haben keine Hosen mehr drüben gehabt. Nee, aber wie fühlst du dich? Ganz gut. Wie beschreibt man so? Ich bin ja, wie gesagt, Modeexperte. Moment, ich habe mir das nämlich eben kurz aufgeschrieben, wie man das hier alles so sagt. Moment, Achtung. Ja, du hast, das ist ein Männerblazer, soll das sein, ne? Ja, ich glaube, ja. Das ist ein Männerlederjacke. Nee, Mensch, das ist ein Männerblazer. Ja. Ach, das trägt man jetzt so, ne? Und man nennt das hier wie markierte Schultern.
Ich denke ja. Du denkst ja. Ja, ich bin ja auch der Experte. Hör gerne auf mich. Also, das stimmt schon alles so, wie ich das sage. Ja, gleich gibt es dann nämlich noch mal ein bisschen mehr Meinung. Also, jemand, der es wirklich weiß, der die beiden angezogen hat, nämlich Sandra Jones, wird noch mal da sein, unsere Stylistin. Dann ist aber leider David Gavitt auch schon wieder weg. Trotzdem, ich sag dir jetzt an dieser Stelle, danke, dass du da warst. War eine große Ehre, hier zu sein. Und wir machen eine ganz, ganz kurze Pause und sind danach zurück mit mehr Style-Tipps hier bei Viva Live natürlich. Danke, David.